Wir zeigen, wie wir ein iMux-Konto löschen können, wenn wir es nicht mehr benötigen. Wir müssen uns an diesem Konto anmelden. http://imux.at Dann können wir uns hier anmelden. Der Benutzername ist Johnny Weilharter wäre der Benutzername. Johnny Weilharter. Das Passwort ist Murabier. Wir haben dieses Konto ja in einem YouTube-Film angelegt. Login, jetzt sind wir quasi drinnen, das Passwort nicht speichern, das wird man eigentlich grundsätzlich nicht speichern, in das Profil gehen und hier haben wir nun die Möglichkeit, den Account zu löschen. Ja, dann können wir ruhig löschen, weil wir ihn nur angelegt haben und sonst damit nichts gemacht.